Hallo zusammen. Schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zum Themenbereich Geschwindigkeit an. Ein bisschen komplizierter wieder vom Text her. Man muss vom Text immer herausfiltern, was kann ich mir ausrechnen. Zeige ich euch. Lest euch die Beschreibung bitte unten einmal genau durch oder auf einem Arbeitsblatt und dann gehen wir schon an. Worum geht's? Um einen Nostalgiezug, der von Hollabrunn nach Laa fährt. Er startet um 9:47 Uhr. Und dann gibt es zwei Zwischenwerte. Um 10:15 Uhr ist er noch 32 Kilometer von Laa entfernt und um 10:50 Uhr ist er noch 18 Kilometer von Laa entfernt. Ich habe eine Zeitleiste gemacht. Hier ist Hollabrunn, hier ist Laa. Wir starten um 9:47 Uhr. Hier ist 10:15 Uhr, hier ist 10:50 Uhr. Und die Fragestellung ist, wann kommt der Zug in Laa an? Kann ich mir direkt gar nicht berechnen, wann er in Laa ankommt, weil ich ja seine Geschwindigkeit nicht kenne. Ich müsste mal herausfinden, mit welcher Geschwindigkeit fährt dieser Zug. Wir nehmen an, dass er mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt. Zeitleiste ist wichtig und in die Zeitleiste mal die Werte eintragen, die wir kennen. Habe ich ja schon gemacht, zumindest die Zeiten. Und dann wissen wir, um 10:15 Uhr ist er von Laa noch 32 Kilometer entfernt. 32 Kilometer. Und um 10:50 Uhr ist er noch 18 Kilometer von Laa entfernt, 18 Kilometer. Und jetzt muss ich mir überlegen, in welchem Abschnitt habe ich zwei Werte gegeben. Und da komme ich dann drauf, dass das dieses Stückerl ist. Nur wo ich zwei Werte gegeben habe, kann ich mir etwas ausrechnen. Wir wissen, wir arbeiten mit der Formel V ist gleich S durch T. Das heißt, wir brauchen mindestens zwei Werte, um den dritten berechnen zu können. Wenn wir uns das hier überlegen, wenn er von hier bis nach Laa 32 Kilometer braucht und von hier bis nach Laa 18 Kilometer braucht, dann sind hier dazwischen 14 Kilometer, die vergangen sind. Das weiß ich einmal. 14 Kilometer, das können wir herausfinden. 14 Kilometer und wir wissen auch die Zeit. Er fährt von 10:15 Uhr bis 10:50 Uhr. Das sind 35 Minuten. Also wissen wir, er fährt 14 Kilometer in 35 Minuten. Und das ist das Wichtige, das wir herausfinden müssen, um mit der Berechnung beginnen zu können. Ansonsten scheitern wir mit unserer Formel V ist gleich S durch T. Wir brauchen zwei Werte, dass wir uns den dritten Wert ausrechnen können und kennen jetzt die Strecke und die Zeit und können uns somit die Geschwindigkeit berechnen. Du musst dir aber hier auf jeden Fall eine Zeitleiste machen, anders geht es bei so komplizierten Beispielen nicht. Und dann eintragen, was kennst du alles und wo kannst du Werte jetzt noch herausfinden. Okay, das ist unsere Formel. S ist gleich. Wir können es wieder mit Meter pro Sekunde und Kilometer pro Stunde machen, ist überhaupt kein Problem. 14 Kilometer ist unsere Strecke hier dazwischen. Das sind 14.000 Meter. Das heißt, wir kennen unsere Strecke auf Kilometer und Meter. Wunderbar, können wir damit rechnen. Zeit T ist gleich 35 Minuten können wir umwandeln in Stunden. Das wissen wir mittlerweile. Das ist der Bruch 35 Sechzigstel Stunden. Okay? 35 Sechzigstel können wir ausrechnen. Das ergibt exakt 0,5
5, 8, 3 periodisch. Und schon haben wir Kilometer, Stunden und brauchen jetzt noch Meter und Sekunden für die zweite Berechnung, ist schon klar. Die Meter haben wir hier schon und die Sekunden können wir uns ja ausrechnen, indem wir die 35 Minuten mal 60 rechnen. 35 Minuten mal 60 ergibt 2100 Sekunden. Kann man das lesen noch? Ja, das geht sich aus. 2100 Sekunden. 35 Minuten mal 60. Kilometer und Stunde, Meter und Sekunde. Und wir können uns die Geschwindigkeit zweimal berechnen. V ist gleich 14 Kilometer, ich schreibe es einmal halt dazu, 14 Kilometer dividiert durch die Stunden 0,583 periodisch Stunden. Du musst dir diesen Wert bitte zwischenspeichern. Wir brauchen den exakten Wert. Wir müssen mit diesem exakten Wert mit der Periode weiterrechnen. Okay? V ist gleich Kilometer pro Stunde und wenn wir das austippen, erhalten wir nämlich exakt 24 km/h. Okay? Das ist die Geschwindigkeit des Nostalgiezugs, also relativ langsam, relativ gemächlich. Wir machen es mal schnell in Meter pro Sekunde für die Vollständigkeit. V ist gleich, wir haben die Meter gegeben, 14.000 Meter, Sekunden, 2100. V ist gleich und wenn du das hier ausrechnest, erhältst du exakt 6,6 periodisch Meter pro Sekunde. Also entweder km/h oder Meter pro Sekunde. Wenn wir beides gerechnet haben, können wir schnell wieder überprüfen, ob das richtig ist. Den exakten Wert, den wir im Taschenrechner haben, mal 3,6 und wir kommen auf km/h. Oder wenn wir die km/h haben, dividiert durch 3,6 und wir erhalten Meter pro Sekunde. Okay? Dann haben wir einmal die Geschwindigkeit berechnet, 24 km/h, V ist gleich 24 km/h. Und dann können wir eigentlich mit dem Beispiel erst beginnen. Ja? Also aus dem Text bitte eine Zeitleiste machen, alle Werte eintragen und schauen, wo kenne ich zwei Werte. Und es war hier dazwischen die Kilometer und die Minuten und mit Kilometer und Minuten durch Umwandeln Kilometer und Stunden oder Meter und Sekunden kann ich die Geschwindigkeit berechnen und jetzt können wir erst weiterrechnen und die Frage beantworten. Das bitte im nächsten Video. Alles klar?